Ah, jetzt werden wir mal noch gucken, wo wir heute Abend oder heute übernachten. Weil ich hatte ja gestern Abend mit dem Gedanken gespielt, noch an der Ostsee zu fahren, werde ich aber doch nie machen. Weil das lohnt sich nicht so recht wegen dem Tag. Das wäre dann auch bloß anschlagen und zurück. Jetzt war bloß noch 150 Kilometer, aber. Da habe ich keine Lust. Ich fahre jetzt ein bisschen weiter südlicher wieder. Ich suche mir jetzt noch irgendeinen See raus, wo wir übernachten. Ja, lass mich in der Weile links liegen. Weil da genau zwei Kinder jetzt gerade hier im Gebüsch rumsträuchen. Wir gucken da Weile mal noch einen anderen da hin. Weist alles auf den Baum hier, auf den Drilling hier hin. So, jetzt bin ich wieder bei 75 cm Abstand. Aber oben ist nichts, weiter unten ist nichts. Ich denke mal, hier ist nichts. Und die Dose sollte verhältnismäßig groß sein. Ist mit klein modelliert, also kann schon eine Butterdose, eine Kaffeedose sowas sein. Tja, dann vergessen wir das. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo in den See springen können. Und dann gucken wir mal, was es zu essen gibt. Ja, da ist zwar erst kurz nach dem Bunker, aber ich gehe trotzdem was essen. Weil ich habe nämlich ganz schön Hunger. Ich habe jetzt zum Mittag nicht gegessen gehabt und heute keine Essenspause gemacht. Ja, ich habe nach der Gaststätte nochmal geguckt. Und wie ich das dann vorhin schon überlegt hatte, nachdem ich die Logs gelesen habe, klemmte der Cache klein, ein sehr kleiner Cache, und der klemmte magnetisch da oben an der Querleiste. An dem Rohr. Und konnte man jetzt auch nur mit hingreifen. Bin ich gerade so reingekommen mit zwei Fingern. Hochgreifen. Auf meiner Weiterfahrt kam ich zufällig bei Kammer an dieser Bockwindmühle vorbei. Da hier scheinbar geöffnet war,
stellte ich natürlich mein Auto erstmal ab und schaute sie mir an. Um 1500 entstanden die ersten Windmühlen in Deutschland. Bockwindmühlen sind die ersten Windmühlen, die in Europa überhaupt gebaut wurden. Es gibt noch verschiedene andere Bauarten. Wenn euch das interessiert, macht euch bitte bei Wikipedia schlauer. Die Bockwindmühle steht im Prinzip auf einem Bock, mit dem das ganze Gebäude drehbar gelagert ist, um die Mühle immer optimal im Wind stehen zu haben. Das gesamte Mühlenhaus steht auf einem Pfahl und muss um diesen gedreht werden, damit die Flügel immer direkt in Windrichtung stehen. Die Windmühle in Kammer ist umfassend restauriert mit Jalousienflügeln und Vermalungstechnik. Seit 1700 gehört der Mühlenstandort zur Gutsherrschaft zu Kammer. Um 1830 kaufte der Müllergeselle Czinski die Mühle. 1878 ging sie weiter an Karl Spiesecke aus Ragösen. Seine Familie betrieb die Mühle, eine Bäckerei und eine kleine Landwirtschaft. Am 12. Februar 1894 wurde die Mühle durch einen Sturm umgeworfen. Im gleichen Jahr kaufte Spiesecke einen Windbock aus der Gegend des Heiligen Sees in Potsdam und hat ihn hierher umgesetzt. 1934 baute der Sohn von Karl Spiesecke hier zwei Elektromotoren, einen Walzenstuhl und Elevatoren ein. Seit 1939 wurde die Mühle nur noch mit Elektroenergie betrieben. 1951 wurde die Mühle dann stillgelegt und verfiel langsam. Der Ort Kammer bekam die Mühle dann 1982 geschenkt. Sie war aber dann nur noch in einem katastrophalen Zustand. 1984 erfolgte dann eine Rekonstruktion. Seitdem gab es schon mehrere Restaurierungen, die letzte bis 2008. Thank you.
Auf meiner Fahrt kam ich zufällig bei Kammer an der Bockwindmühle Schnitt, mit dem das ganze Gebäude drehbar gelagert ist. Die Windmühle in Kammer ist un. Scheiße. Die Windmühle seit 1700 gemühlte Schnitt 1894 wurde die M Schnitt am 12. Oh, ich erzähle hier eine Scheiße. Schnitt am 12. Februar 1894. Seitdem gab es Schnitt 1984 erfolgte dann eine Rekonstruktion. Seitdem gab es schon mehrere Restaurierungen, die letzte bis 2008. Scheiße, ich kann nicht mehr reden, ich will nicht mehr reden.